Hallo, da sind wir wieder. Pippa und Gitte, wir spielen Black Mirror 3. Und natürlich sind wir immer noch auf dem Friedhof. Das heißt, Darren, Adrian, wie immer wir ihn jetzt nennen wollen. Ich würde sagen, wir bleiben bei Darren. Der steht hier immer noch. Und wir haben eigentlich alles richtig gemacht und wir haben nur zwei Gräber verwechselt. Und das war eigentlich auch logisch, Ja, eigentlich war es gar nicht dass es schwer. falsch war. Also, Dr. Hermann war klar. Also, Dr. Herman Genau. kommt hier hin. Robert Gordon, dieser schlechte Arzt, ist auch Kommt klar. dahin, Auch Henry Stanton ist wie völlig gehabt, klar. und auch Henry, Ja, keine auch wie Frage. gehabt. Nur Nur hier habe ich James und Samuel zweimal Gordon, das genau war das Gleiche gemacht. eigentlich klar, mal abgesehen davon, würde denn diese Lady, diese hochwohlgeborene Victoria, würde niemals jemand wie James auch nur eines Blickes würdigen. Das Ja, ist der ein muss eigentlich uneheliches. aus der Familienchronik Genau. gestrichen werden. Und wohl wird deswegen auch gar Der nicht. Ne? Schandfleck. Genau. Ja, und Samuel Ja. Gordon, klar, er gehört zur Und Familie dann und. bleibt eigentlich nur mehr Samuel hier. Genau. Nicht? Und so ist es. Also, das war alles. Also, wie hat Peter das zweimal raufgepackt? Ich habe auch nicht aufgepasst, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich habe zweimal das Das hat zweimal Gleiche das. gemacht. Genau. Das Grab meines Vaters. Ja. So. Und hier soll also der erste Hinweis sein. Hier steht Ecce Agnus Dei qui tollit peccatum mundi. Ein Bibelspruch plus verrottete Blumen. Hier hat sich auf jeden Fall jemand um das Grab gekümmert, aber kein weiterer Hinweis. Ich kann nichts finden. Entweder hier gibt es keinen Hinweis, oder er ist nicht an dieser Stelle. Ja. Tja, wo könnte er sonst sein? Beim Familiengrab? Nee, hier doch nicht. Das ist doch Williams Grab. Nee, ich denke, mehr Bibelspruch ist der Hinweis. Ja, das Und stimmt. das war da Du hast an der recht. Kirche, ja? Gleich am Eingang. Das Aha, stimmt. William Gordon, mein Urgroßvater. Einer von denen, die Das 1981 ist klar. starben. Das wissen Also wir kann ja. er schon mal nicht anonym bestattet Ja, worden okay, sein. das haben wir schon Genau, vorher das haben wir ja festgestellt. schon festgestellt. Also War Kirche, ja klar. Weiß man ja auch nicht, ob er Bibelsprüche. umgebracht wurde oder ob er ein Selbstmörder war. Wir vermuten eigentlich auch eher, dass er getötet wurde. Von wem auch immer. Ja, obwohl das Zimmer verschlossen war. Ja, aber so wie er da runtergefallen ist, ist schon sehr seltsam, ja. So Ja. rücksüber zu runterzustürzen. Also, Tja. wenn man sich runterfallen lässt, dann stürzt man doch nach vorne. Merkwürdig war es schon. Ja, aber hier ist einiges So. merkwürdig. Hier ist die Säule mit den Bibelsprüchen. Der Spruch vom Grab meines Vaters ist dabei. Das Lamm Gottes von Johannes, meinte der Pfarrer. Ein Geheimfach. Ich frage mich, wer das da eingebaut hat und wozu. Wer weiß, ich nicht. Jetzt wird es interessant. Dann lies mal. Wenn du nicht dasselbe Schicksal wie dein Vater erleiden willst, musst du über alles schweigen, was dir von nun an widerfährt. Niemand darf von dem Geheimnis erfahren, das am Ende deines Weges steht. Doch du stehst erst am Anfang. Und zuerst gilt es, deine Unschuld zu beweisen. Wenn du alle Aufgaben erfüllst, die ich dir stelle, dann wird niemand mehr an deiner Unschuld zweifeln. In deiner ersten Aufgabe musst du Ausschau nach Leuten halten, die Hilfe brauchen. Aufgaben erfüllen? Was soll das denn jetzt schon wieder? Das ist doch sicher wieder eine dieser kranken Ideen von Murray. Leuten helfen? Passt nicht zu Murray. Spiel Nee. mit. Vielleicht kann ich ihm ja etwas die Suppe versalzen. Leuten helfen passt nicht zu Murray. Ich würde ihn ausschließen. So, was treiben wir jetzt? Ich würde sagen, wir gehen mal gucken, ob der Inspektor jetzt da ist. Dann können wir ihn fragen, ob Mary seine Aussage gemacht hat. Ja, so ist es. Hat er natürlich nicht gemacht, oder? Weil er will ihn bestimmt noch festhalten. Zur Hütte brauchen wir wohl jetzt nicht mehr. Was soll man auch da?
Auto, das ist ein Auto, ne? Das da irgendwo nicht. Klingt so. Aha. Gut. Wessen Auto ist das denn? Das ist ja irgendwie doch ein bisschen. Das ist doch das Auto. Das Auto, das vor der Morgue stand, vor dieser Leichen. Ja, vor dem Leichenschauhaus. Genau. Die Karre habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Ja. Wer ist das denn? Phil. Der Kerl scheint Probleme mit seinem Auto zu haben. Vielleicht kann ich ja helfen. Ja, probier's. Kennen wir Phil? Kennen wir nicht, ja? Ich kenne Phil nicht, du auch nicht, oder? Nee, ich kann mich nicht erinnern. Hi, haben Sie Probleme? Hä? Na, mit dem Wagen. Nee, ich friere mir hier nur zum Spaß die Eier ab. Scheiße, verdammt. Die Karre springt nicht mehr an. Du bist nicht zufällig Automechaniker. Nein. Dachte ich mir. Bist mehr so der theoretische Typ, ha? Ja, irgendwie schon. Ich habe 4 Semester Physik studiert. Na, jedenfalls besser als Botanik. Willst du nicht mal einen Blick drauf werfen? Ich bin mit meinem Latein am Ende. Naja, ehrlich gesagt habe ich 2 linke Hände bei sowas. Aber wenn Sie wollen, könnte ich Ihnen Hilfe aus dem Dorf holen. Bin sowieso auf dem Weg dahin. Na schön, dann geh am Papp vorbei und sag Tom Bescheid. Sag ihm, Phils Karre streikt mal wieder. Dann weiß er schon, was los ist. Ach so, Tom. Und wenn er nicht da ist? Scheiß der Bär in den Wald? Na klar ist er da. Das könnte aber dauern. Vielleicht versuche ich es doch mal. Werd schon nichts kaputt machen. Bevor er zu Tom geht. Nur zu, genau. Na, dann guck mal. Wie alt ist denn dieser Wagen? Hier gibt es mehr Rost als Motor. Keine Ahnung. Bis jetzt ist er jedenfalls immer wieder angesprungen. Mhm. Vermutlich war er schon am D-Day im Einsatz. Kommen Sie aus Willow Creek? Wie kommst du denn da drauf? Na, weil Sie Tom kennen. Nein, ich bin nicht von hier. Hast du den Fehler schon gefunden? Wie geht's eigentlich Ralph? Ralph? Kenn ich nicht. Achso, ich dachte, Sie hätten ihn vielleicht getroffen. Wieso das? Na, ich dachte, er treibt sich beim alten Anwesen rum und weil doch heute Morgen Ihr Auto dort stand. Hätte ja sein können, dass Sie ihn gesehen haben. Ist eine üble Absteige, aber wahrscheinlich immer noch besser als gar kein Dach über dem Kopf. Ah, ich glaube, das muss es sein. Hier ist ein Kabel abgefallen. Ja, muss ja passieren. Irgend sowas in der Art. Tja. Scheiße, was ist das hier? Hilfe! Hört mich jemand? Hilfe! Halt endlich die Klappe dann hin. Hey, was soll das? Sind Sie irre? Lassen Sie mich sofort raus! Damit du mich an die Bullen verpfeifst? Jesus. Was haben Sie vor? Verdammt. Hilfe! Ruhe! Hier kann dich eh keiner hören. Du bleibst hier so lange drin, bis ich weiß, was ich mit dir machen soll. Hey, wir können doch darüber reden. Ich verrate schon nichts. Ja, natürlich. Das sagen sie alle. Mach's dir bequem. Es ist schon letzter Tag heute. Scheiße, das können sie nicht machen. Oh, weia. Also, keine Ahnung. Von wegen helfen und so, hä? Viel Spaß noch. Ich hab noch was zu erledigen. Warten Sie! Hey! Fuck! Wenn ich mir nicht ganz schnell etwas einfallen lasse, um hier rauszukommen, bringt mich der Kerl noch um. Verdammt, Mordred. Jetzt könntest du mir ausnahmsweise mal helfen. Tja, wie war das? Er soll Leuten helfen, jetzt könnte er selber Hilfe brauchen. Tja, war ja wohl der Trick. Helf allen Leuten. Ja. Dann bist du bald tot. Nur ja. Also. Dann Kopfende. Mal. Ist er auf dem Bett festge? Ja. Aus Metall. Es hat sich so angehört. Aha.
Seitenwand, wie, woraus ist die denn? Auch aus Metall, ne? Ich bin umgeben von kalten Metallwänden. Wie in einem Sarg. Ja. Ach so, ich dachte, er ist im Auto noch. Decke. Die Decke ist aus Metall. Ja, alles ist aus Metall. Aber sie scheint nicht sonderlich dick zu sein. Rostig ist sie auch. Hier bröckelt es überall. Seitenwand? Haben wir schon angeguckt. Fußende. Ich kann ein paar Löcher erkennen, aber mehr auch nicht. Wenn es überall bröckelt, was hast du denn in deiner Tasche? Hat man hier noch irgendwas gelassen? Ja. Er hat noch alles in der Tasche. Bleistift. Dürfte nicht viel helfen. Sich anzünden bringt's auch nicht. Naja, kannst du höchstens ein bisschen was sehen vielleicht. So eine Art Licht. Mr. Bubby, sag mir mal was. Eine Stoffpuppe namens Mr. Bubby. Ralphs bester Freund. Der hilft uns aber nicht. Mach mal einen Sticker an die Wand, damit du was siehst. Ich will kein Licht, ich will hier raus. Gut. Ja, aber Licht ist immer hilfreich. Was hast du denn alles noch? Probier alles mal aus. Er kommt hier. Wohl kaum. Oder? Nein, er sagt nicht mal was. Ich probiere. Guck, Zollstock bringt uns auch nicht. Jetzt sag, abmessen Nein. bringt auch nichts. Pfeile. Pfeile? Jo. Bringt die Pfeile was? Pfeil doch mal ein Loch. Wo? Am Fußende kommt er vermutlich nicht hin. Ja. Seite. Was ist denn eigentlich das dritte? Das 1, 2, 3, das vierte Teil. Was? Wenn du von vorne anfängst, was er in der Tasche hat. 1, 2, 3, 4 ist das Nein, Fußende. Nein, nicht hier. Was er in der Tasche hat. Ach so. Das lange, was ist zwei. Denn das? 1, 2, Bleistift. Nee, da bringt er ja auch nichts. Der dürfte nicht viel bringen. Nein. Kann er in die Wand Und schreiben. Und nach diesem Zollstock, was ist das? Pfeile. Ach, das ist Ach die so. Pfeile nach dem Voll. Ja. Die Pfeile, ja, die habe ich schon versucht. Ja, okay. Seite. Ja, aber Feuerzeug? Ach so, ja, will kein Licht. Decke. Er verzichtet auf Licht. Ne. Ich will kein Licht, ich will hier raus. Du bist blöd. Ich würde erst mal Licht haben wollen, damit ich weiß, was ich ja, überhaupt genau. machen kann. Ist ja doof. Ruf mal die Wahrsagerin an. Oh, Mann. Nee, Medikamente bringen dir jetzt auch nichts. Nee. Fußende. Das scheint eine Art Tür zu sein. Mhm. Aha. Irgendwas blockiert die Tür von außen. Ich kann sie nicht öffnen. Ah. Die ist wirklich komplett durchgerostet. Ja. Vielleicht komme ich so raus. Probier's. Mist. Hier ist irgendwas. Es lässt sich hin und her schieben. Oh nein, ich glaube, ich weiß, wo ich mich befinde. Das muss eine von diesen Kühlkammern sein, in denen man Leichen Oh, weia. Naja, du bist ja noch keine Leiche. Die man rausziehen kann. Jetzt zieh sie. Wenn diese verdammte Bahre nicht so verdammt glatt wäre, könnte ich vielleicht genug Kraft aufwenden, um sie durch die verdammte Tür zu rammen. Na, ich hab doch gesagt, nimm den Korkenzieher, Mensch. Warum den Korkenzieher? Ja, damit er was durchstoßen kann und nach raus schieben. Er rutscht dir ab. Griff. Ja, genau. Bastelt seinen eigenen Griff gut. Bastelt es. Im Dunkeln. Igitt. Widerlich. Was ist das für ein Gestank? Ich muss hier schleunigst raus. Hat man hier noch ein paar Leichen vergessen? Ja und? Improvisierter Griff. Und jetzt mit aller Kraft. Endlich. Und jetzt raus hier. Irgendwie hat sich meine Situation nicht merklich verbessert. Naja, auf jeden Fall bist du jetzt nicht mehr so in so einem engen Raum. Ja. Warum riecht das hier so? Ist das denn hoffentlich nicht die Leiche von Ralf? Wollen wir es hoffen. Ja, ist das ein... Rotes Lämpchen. Drück mal drauf. Ist das ein Lichtschalter? Hier muss doch irgendwo der Lichtschalter sein. Der war es nicht. Ja. Das war ja einfach. Wo habe ich denn zuerst drauf gedrückt?
Oh, ups. Das sieht aus wie eine Gegensprechanlage. Aber anscheinend ist sie kaputt. Ja, ist vielleicht nicht so sinnvoll, dem Typen Bescheid zu sagen, dass er raus ist, hä? Also, ja. Wir gucken uns jetzt mal wie üblich alles an. Waschbecken. Igitt! Ich will gar nicht wissen, was das ist. Es riecht furchtbar. Ja, hat wahrscheinlich nie jemand aufgeräumt. Hä? Eine alte, vergilbte Leinwand. Aha. Und? Und da ist ein Ding, ein Projektor. Guck mal. Ja, langsam. Eins nach dem anderen. Na gut. Hä? Kamerazubehör. Diverse Gerätschaften für Film und Fotografie. Das hier sieht aus wie ein Aufsatz für eine Kamera. Was das wohl ist? Mhm. Verschiedenfarbige Folien in einem Rahmen. Man kann sie aus- und einklappen. Ja, ich denke, das ist ein Farbfilter für Kameras. Aha. Noch was hier mit der Leinwand? Naja, kann sich den Projektor nochmal angucken? Ah, was das, ist das war's. Man kann sie hochmachen, da waren die Farbfilter dahinter. Ah, ja. Okay. Habe ich erst gar nicht gesehen, dass er die Leinwand hochgemacht hatte. Da ist ein Projektor. Ein uralter Filmprojektor. Bin gespannt, ob der noch funktioniert. Guck mal, ob ein Film drin ist. Solange ich keine Filmrolle eingelegt habe, ist das Ding nichts anderes als eine weitere Lampe? Ja, immerhin. Guck mal, hier ist eine Zange. Blutige Grillzange? Tja. Seziertisch. Auf so einem Tisch seziert man normalerweise Leichen. Normalerweise. Hä? Blutflecken. Oh. Ist ja richtig gemütlich, oh, das Zimmer. Sieht noch relativ frisch aus. Medizinische Werkzeuge, wie man sie aus Krankenhäusern kennt. Und aus Leichenhallen. Die meisten davon sind verrostet und nicht mehr zu gebrauchen. Aha. Küchentücher, Marke Wisch und Weg. Wen wundert's, noch unbenutzt. Akten. Sonst nix. Genauer gesagt Krankenakten. Was haben die denn hier verloren? James Gordon. Der war doch Patient im alten Sanatorium. Ja. Dann sind das die Krankenakten von dort? Mhm. Hier sind Totenscheine drin. Mehrere. Ausgestellt von Dr. Heinz Hermann auf James Gordon und auf verschiedene Todesursachen. Einmal Herzinfarkt, einmal Freitod. Ey. Alle ohne Datum. Nicht zu fassen. Ralph Thompson. Geboren am 3.3.1960. Diagnose wahnhafte Schizophrenie, therapieresistente Depression mit Suizidalität. Medikation Stufe 4. Kombinationsschocktherapie. Oh, weia. In Klammern Elektrokrampftherapie und Insulinschocktherapie. Armer Ralph. Kein Wunder, dass er verrückt ist. Hm. Ja. Und hier ein Totenschein von Ralph. Ausgestellt von Dr. Hermann. Tod durch Genickbruch infolge Selbststrangulation. Diesmal mit Datum 1.9.1981. Ralphs Tod war also schon geplant gewesen. Diese Schweine. Wären sie im August 81 nicht selbst draufgegangen, wäre Ralph jetzt tot. Unfassbar. Der Rest ist uninteressant. Die Leute sagen mir alle nichts. Dicker Hund. Schweinerei, ne? Ja. Naja, aber dieser komische Ed und der Tom und so, das sind ja auch schlimme Typen. Ja. Ist nicht nur die Familie Gordon verrückt. Ein Oberschenkelknochen. Oberschenkelknochen, ja. Könntest du als Waffe benutzen. Ach so, ja.
Der Spruch, die Beine in die Hand nehmen, bekommt hier eine ganz neue. Ja. Ja, vielleicht gar nicht so verkehrt. Vielleicht sollte ich mal speichern. Ja, das wäre nicht schlecht. Das ist aber nicht wieder neu. Ja. Ja. Ob wir nicht nochmal einladen müssen. Ein Hackebeil, das nehmen wir mal mit. Dann kann ich genug Dinge haben. Ein Hackbeil, wie man es eher bei einem Metzger vermuten würde. Bei einem widerlichen Metzger. Naja. Tja. Willst du nicht einstecken? Kann man nicht einstecken. Metallkiste. Solche Metallkisten nutzt man meistens als Geldkassette. Diese hier hat ein Zahlenschloss. Hey. Tja. Kann man sie mitnehmen, irgendwas machen? Da brauche ich gar nicht erst rumzuprobieren. Es würde zu lange dauern, die richtige Kombination herauszufinden. Okay. Wir müssen mal irgendwo das... Ja. Irgendwas finden. Filterlose Zigaretten. Wenn ich hier nicht mehr rauskomme, kann ich wenigstens mit dem Rauchen anfangen. Ach, die nimmt er mit. Na, ich hätte lieber das Hackbeil mitgenommen. Ja. Ein Fläschchen Riechsalz. Aha. Ja. Nichts mehr drin, schade. Warum nimmst du es dann mit? Na, vielleicht kann man das Fläschchen für irgendwas brauchen. Ein funktionierender Bunsenbrenner. Mitnehmen. Ich will nicht das ganze Gas verschwenden. Ja, dann nehmen wir doch halt einfach so. Ach nee, na gut. Medizinische Bücher. Geheimnisse des menschlichen Gehirns. Aufbau und Funktion des zentralen Nervensystems. Ich glaube nicht, dass Phil damit für die Gehirnchirurgenprüfung büffelt. Na. Glaube ich auch nicht. Ja, das dürfte ziemlich unwahrscheinlich sein. Chemie in der praktischen Anwendung. Ein ganz schöner Schritt. Ja, na. Könnte sich als nützliches Nachschlagewerk. Genau. Mhm. Zack. Ist ein Skalpell. Ein wunderbares Werkzeug. So klein. Und doch schneidet es Fleisch wie Butter. Genau. Oh. Zack. War das gerade Mordred, den wir da gehört haben? Das könnte sein, aber es macht nichts. Du meinst, das macht nichts. Solange es Leute wie Phil und Tom gibt, braucht man auch die Mordreds. Nein, nein, schon gut. So. Ich glaube, das war's hier, oder? Das war's wohl erstmal. Hm? So. Dann gucken wir mal weiter, was wir so alles viel finden. Ein Kassettenrekorder. Ob er noch funktioniert, weiß ich nicht. Das Netzkabel hat zumindest keinen Stecker mehr. Tada. Tja. Skelett. Wollen wir es mitnehmen? Da ist er nicht so einsam. Unpraktisch, so ein Knochengerüst. Was soll ich damit? Na gut. Keine Ahnung. Doch, der Schädel scheint nicht fest zu sein. Na dann, guck mal doch mal. Nehmen wir ihn mal mit. Wer weiß, wie wir damit erschrecken können. Also her damit. Besser zwei Köpfe als gar keinen. Genau. Also, wir gucken uns mal an, was wir gefunden haben. Verschiedenfarbige Folien in einem Rahmen. Man kann sie aus- und einklappen. Ich denke, das ist ein Farbfilter für Kameras. Mhm. Gut. Und das ist eine Behelfswaffe. Kann man... Fast so gut in der Hand wie ein Baseballschläger. Ja, genau. Sag ich doch. Filterlose Zigaretten. Total trocken und schlecht gestopft. Ja. Wenn ich eine anzünden würde, würde sie bestimmt von selbst runterbrennen, ohne dass ich auch nur ein einziges Mal dran ziehen könnte. Könnte auch nützlich sein. Wer weiß, mir fällt zwar im Moment nichts ein, ja, auch aber... Nicht, aber es ergibt sich dann. Ein leeres Fläschchen Riechsalz. Hier scheint es ja enormen Bedarf daran zu geben, Leute aus einer Ohnmacht zu wecken. Ein Chemiebuch von 1972. Vielleicht ja trotzdem nützlich. Ein Skalpell. Ebenso klein wie effektiv und präzise, reduziert auf reine Funktionalität. Eine tolle Erfindung. Ein menschlicher Schädel, vermutlich eine Nachbildung. Da drin klappert was. Entweder ist ihm das Gehirn vertrocknet. Wow. Ach. Oder jemand hat den Schädel als Versteck benutzt. Für eine Filmrolle. Na? Aha. Da würde ich speichern, bevor du hier was weiter machst. Ja, ich gucke mir erstmal alles an hier. Arm- und Beinfesseln. Könnte aus einem alten Sanatorium stammen. Ah ja.
Übler. Kühlfächer. Kühlfächer, wie man sie aus der Pathologie kennt. Könnte mal ein Leichenschauhaus gewesen. Ja, war ja mal eins. Zum Glück funktionieren die Dinger nicht mehr, sonst wäre ich vermutlich erfroren. So, noch was? Oh. Ja, mittleres Kühlfach, Leinsack und unteres Kühlfach. Da komme ich nicht ran, diese Schublade ist im Weg. Hä? Welche Schublade ist im Weg? In diesem Fach hatte Phil mich eingesperrt. Kein Wunder, dass ich die Tür nicht öffnen konnte. Das Vorhängeschloss sieht stabil aus. Ich weiß, ist bestimmt keine gute Idee, da reinzuschauen. Stinkt wie die Pest. Aber ich würde trotzdem gern wissen, wer oder was da drin vergammelt. Oh, oh. Darauf hätte ich verzichten können. Und da bin ich rausgeklettert. Da drin liegt eine stark verweste Leiche. Die muss ich mir nicht nochmal ansehen. Nein. Ja, wer ist das wohl? Ja, wer ist das? Ich meine, Ralf haben wir ja nie gesehen. Nee, wir haben nur mit ihm gesprochen. Genau. Aber im Nebenzimmer und später dann auch durch die Wand. Ja. Das Fach ist auch mit einem Vorhängeschloss gesichert. Und hier gibt es auch Luftlöcher wie an meinem Fach. Scheiße! Da ist jemand drin! Ich atme. Hallo? Hallo? Jemand da drin? Können Sie mich hören? Wer auch immer da drin ist, einen tiefen Schlaf hat er. Keine Chance, ihn aufzuwecken. Wir müssen da aber raus, oder? Können wir jetzt nicht. Oder können wir das Schloss aufmachen? Ein massives Vorhängeschloss. Ohne den passenden Schlüssel bekomme ich das bestimmt nicht auf. Na, passender Schlüssel. Das halt. Na gut, du kannst probieren. Aber was ist denn das eigentlich für ein Schlüssel? Auch nicht ein anderes. Von einem Haus, von der Hütte. Da müsste ich Stunden feilen, bis ich das offen habe. Und die Zeit habe ich nicht. Tja. Skalpell dürfte da nicht viel helfen. Das ist der Zimmerschlüssel, das kannst du auch vergessen. Der Zimmerschlüssel vom Hotel hilft da auch nicht. Sowieso nicht. Passender Schlüssel war da. Ja. Ja, vielleicht musst du hier noch, hast du hier irgendwas übersehen. Ach, den Kopf hat er wieder weggeworfen. Ja, ja, da war ja noch irgendwas, da war ja noch die Firmenrolle als also. Ja, ja, ich hatte gehofft, dass da der Schlüssel drin ist. Ist er aber wohl nicht. Leinwand ist okay. Neben der Leinwand und dann ist da noch... Projektor ist jetzt da. Ja. Aber bei dem Radio oder was immer, was ist denn das da? Da rechts, Kassettenspieler. Ja. Da war ja auch nichts falsch, oder? Das sagt er ja nur, dass der kein Stecker hat. Das Kabel hängt da recht unmotiviert. Ja, unmotiviert. Aber da ist ja nichts, wo was festmachen kann, oder? Also nichts von wegen einer Steckdose oder so. Ja, dann haben wir hier eine Steckdose mal gesehen? Ja. Nee. Leg mal die Filmrolle ein, mal gucken, was da drauf ist. Gut, dass ich in der Schule früher immer die Filme einlegen musste. Ganz so einfach ist das nämlich nicht. Ja, das stimmt. Da muss man über eine Menge Rollen drüber. Und? Hä? Was soll ich jetzt tun? Jetzt habe ich den Projektor hier. Musst du da irgendwas nehmen? Anzeiger. Du musst einen Film, hast du einen Film oder so, den du da... Ja, ich habe den Film eingelegt. Sieht man ja auch bei dem, noch, ja, genau, was am Zeiger dran hängt. Ist da noch irgendwas hier unten, was man benutzen kann, was man dafür brauchen kann? Irgendwas in deinem Gepäck, nee, ne?
schwupps ist er wieder weg. Mann. Vielleicht musst du dahinter gehen und dich nicht davor hinstellen oder die Leinwand angucken. Irgendwas machen auf jeden Fall. Ja, jetzt ist die Leinwand wieder oben. Wieder runter. Ja, jetzt ist sie wieder unten. Man sollte aber unten sein. Das ja, ist wieder unten. Siehst du ja. Okay. Keine Ahnung, was du da jetzt machen kannst. Ich meine, normalerweise legst du den Film ein und dann sagst du go, sozusagen. Jo. Also sagst du gehört natürlich nicht groß, sondern sagst du vor, für hast du da irgendeinen Punkt irgendwo, wo du irgendeinen Schalter oder irgendwas. Man sieht ja hier dieses Ding, wenn du drauf drückst, das sieht man. Auf die Leinwand, ja, das wollte ich auch gerade sagen, nee, aber nicht, ne? Tut sich oder? Nix. Doch. Doch, jetzt. Dann schauen wir mal, was auf diesem Film genau. Kommt. Genau. Endlich. Hä? Was ist das jetzt wieder? Ach so. Das scheint vorwärts, Einzelbild. Ja. Vorwärts und ganz schnell vorwärts. Ja. Na? Aber du musst wahrscheinlich beide Schalter betätigen. Ja, und das ist Pause, rückwärts und vorwärts. Mhm. Okay, der scheint ja am Anfang zu sein, dann lass ihn mal. Vorwärts laufen. Hä? Ist aber ein kurzer Film. Ja, ist vielleicht ganz gut so. Wir müssen sowieso Schluss machen. Aber was sagt uns das? Nichts weiter. Nö. Na gut, auf jeden Fall machen wir jetzt Schluss, weil wir die Zeit lange erreicht. Also lange, wir haben sie schon übererreicht sozusagen. Oh ja. Ne? Na gut. Okay, bis zum nächsten Mal dann, ja? Bis dann. Ciao. Tschüss.